Nachrichten aus Lützerath für alle da draußen. Lützi News! Ja, willkommen zurück. Heute ist Dienstag. In Berlin findet eine Demonstration für die Juckbar statt. Am Sonntag hatten wir auch schon eine Soli-Aktion hier an der Mahnwache für Sie. Und wer sind die Juckbar eigentlich? Das erfahrt ihr alles von den Leuten, die in Berlin sind. Denn wir haben eine kleine Delegation dort. Lützi goes Berlin. Während unsere Freundinnen in Lützerath mal wieder Abrissfahrzeuge blockiert haben, die ins Dorf reinfahren sollten, ist eine Delegation von uns hier nach Berlin gefahren und wir sind vor der kolumbianischen Botschaft und machen hier eine Soli-Aktion mit den Juckbar in Kolumbien. Die kämpfen da nämlich gegen einen Kohletagebau, der 16 Mal größer ist als Garzweiler. Und für uns ist ganz klar, wenn wir in Lützerath erfolgreich sind und 650 Millionen Tonnen Kohle und damit auch CO2 im Boden bleiben, dann müssen wir dafür sorgen, dass Deutschland stattdessen nicht einfach mehr blutige Kohle aus Kolumbien verbrennt. Klimagerechtigkeit können wir nur global erreichen. Und deswegen müssen wir uns solidarisieren mit den Menschen, die schon lange vor uns gegen Umweltzerstörung gekämpft haben, zum Beispiel den Juckbar. Und dafür sind wir heute hier. Wir haben hier symbolisch diesen Tripod aufgestellt. Gerade steht er hier nur symbolisch. Aber wir kommen wieder und blockieren die Klimazerstörung weltweit. Auch die Klimazerstörung auf dem Territorium der Juckbar. It seems mind-blowing that now that we have all the knowledge, all the facts and figures and studies and logic that tells us that the global north, the so-called civilization, the cradle of reason and rationality, is responsible for the climate catastrophe and it can't take any consequences of that. Give the land back. Devuelva la tierra. Devuelva el territorio Yucpa. Devuelva el territorio Yucpa. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra.